Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Beim letzten Mal hat sich unser Starter endlich weiterentwickelt, das heißt, wir haben jetzt ein schönes Panpyro. Und naja, wir sind jetzt soweit, dass wir unseren ersten Orden holen können, also ne? Hinein, würde ich sagen. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der Redner setzt Pokémon vom Typ Gestein an. Hör zu, Gestein-Pokémon hassen Wasser, richtig? Aber sie sind auch schwach gegenüber von Attacken vom Typ Pflanze. Naja, sie haben schon ihre Schwächen. Ja, Gesteins-Pokémon haben ganz schön viele Schwächen, wenn man darüber nachdenkt. Aber glaubt nicht, dass es einfach wird. Man wird nicht Arena-Alter, wenn man die Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit einem Feuer-Pokémon auf ein Gestein-Pokémon zu stürzen, wäre auch keine einfache Sache. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber danke fürs Zuhören. Du hast den langen Weg gemieden? Mal sehen, wie du das getan hast. Um mehr EP zu kassieren, natürlich. Das ist der einzige Grund. Würde man durch Umwege und nicht kämpfen EP geben oder kriegen, würde ich das tun. Aber man kriegt ja nur durch Kämpfen EP. Also, let's go. Also, die Arena sollte für uns ziemlich schwierig werden. Die einzigen Pokémon, mit denen ich hier rechne, sind Kleinstein, Onyx und, naja. Ich weiß rein zufällig, dass der Leiter noch ein Pokémon hat, das nur Typ Gestein ist, aber davon abgesehen gibt es hier, glaube ich, nur Pokémon, die Gestein Boden sind. Und die sollte Rosi so ziemlich alle one-shotten. Oh, der hatte auch nur seine Pokémon. Jetzt verstehe ich, wieso du mit mir kämpfen wolltest. Ah, viel Geld gibt er auch nicht. Hi. Nur Trainer mit Siegermentalität können eine Pokémon-Arena herausfordern. Hat er auch einen Kleinstein, aber er hat immer schon zwei Pokémon. Tja, und der Arena-Leiter hatte wahrscheinlich drei Trainer. So, einmal Megasauger, das übersteht das Kleinstein nicht. Wir könnten sogar tatsächlich ziemlich überlevelt sein und Kleinstein würde das nicht verkraften. Es ist ja nicht nur so, dass die eine Doppelschwäche gegen Megasauger oder Pflanzenattacken per se haben, sondern die meisten Gesteins-Pokémon wie Kleinstein und Onyx haben auch ziemlich schlechte Spezialverteidigungswerte. Rosi dagegen hat einen ziemlich guten Spezialangriff und kann das ziemlich gut ausnutzen. Und das war Onyx. Na, reicht's für ein Level Up? Hätte mich irgendwie auch gewundert, was soll's. Ach, das ist demütigend. Ach, mach dir nichts draus, du bist nicht der Erste. Und wirst auch nicht der letzte Trainer, wenn du gegen uns verliert. Na komm, dies ist die Arena von Erzling. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Dann mal los. Und er hat einen Kleinstein, wie erwartet. Da, Megasauger und das ist Geschichte. Also wie gesagt, ich erwarte nicht, dass der Orden für uns allzu schwer wird. Es ist übrigens ziemlich witzig, wie häufig die erste Arena Gesteins-Pokémon einsetzt. Oder wie oft in der ersten Arena Gesteins-Pokémon eingesetzt werden. Das sind, glaube ich, drei Arenen sind das, glaube ich. Das ist ziemlich viel, wenn man darüber nachdenkt. Er hat ja tatsächlich drei Pokémon. Ha! Das war ein Witz, Junge. Aber hey, never mind. Zieh bis durch. Ach, das gibt gut EP. Und er hat als letztes ein Cognodon. Cognodon ist eins der Fossil-Pokémon. Macht also Sinn, dass er es hat. Du glaubst wohl, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen? Ja.
Und Cognodon ist im Gegensatz zu den anderen beiden Pokémon, die er vorher eingesetzt hat, einfach nur Gestein. Das heißt, Megasauger macht nicht ganz so viel Schaden. Was ziemlich schade ist. Jedenfalls, Cognodon ist das Pokémon, das man aus dem Fossil in der Diamant-Edition kriegen kann. Also ziemlich cool, finde ich. Ich mag Cognodon nämlich tatsächlich ziemlich gerne. Keine Chance. Du hast doch nicht gewonnen. Wir geben nicht auf. Er gibt erstmal einen Trank. Oh gut, das war ein Volltreffer. Kein Wunder, dass es gereicht hat. Hat mich schon gewundert. Er hätte eigentlich mit roten KP übrig bleiben müssen. Mal. So, besiegt. Und Level 16 für Rosi. Na, Sorgesamen brauchen wir nicht. Sorgensamen bewirkt nur, dass wir halt Samen auf das gegnerische Pokémon werfen und es dann nicht mehr einschlafen kann. Was? Das darf nicht wahr sein. Mein durchtrainiertes Pokémon. Deine durchtrainierte Pokémon, hast du nur das eine trainiert? Das ist beschämt. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Feltenhardt, du bist Chuck und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden, als Beweis, dass du mich besiegt hast. Das ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Sehr schön, damit haben wir unseren ersten Orden. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. Die TM76. TM76 enthält die Attacke Tarnsteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Aber du kannst sie nur einmal verwenden, daher überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Also Tarnsteine werde ich keinem meiner Pokémon beibringen. Zwar ist im Competitive Tarnsteine ziemlich gut, aber naja, für die Story braucht man es nicht unbedingt. Tarnsteine ziehen nämlich immer, ich glaube, ein 16. der KP ab. Wenn ein Pokémon in den Kampf eingesetzt wird, wenn Tarnsteine aktiv sind. Das Schöne bei den Tarnsteinen ist tatsächlich, dass der Schaden variieren kann, je nachdem, ob das Pokémon, das eingewechselt ist, schwach gegenüber dem Typ Gestein ist. Also so ein Pokémon wie Glurak zum Beispiel, das eine Doppelschwäche gegen Gestein hat, kommt dann auch mal auch gut und gerne nur mit der Hälfte der KP in den Kampf. Beziehungsweise es wird halt eingewechselt, hat volle KP, Tarnsteine ziehen die Hälfte ab und bäm. Au. Hups, Sefi, du hast den Ohren bekommen, was? Ewing genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich recht? Ja. Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Ort von Ewing genau auf meiner Liste. In 10 Sekunden springe ich los. 9? Ach, wer hat schon Zeit zum Zählen? Oh, du erinnerst mich an etwas, Lutz. Dankeschön, wir wollten noch Schutz kaufen. So, ein bisschen Schutz tut uns ganz gut. Wenn die Encounter hier alle so lange dauern, so langsam sind. Generation 4 hat nun mal ein langsames Kampfsystem. Naja, da möchte ich nicht noch unnötig in irgendwelche Pokémon reinrennen. Haben wir Klein schon eigentlich schon zur Trümmerarbeit gebracht? Nein. Jetzt hat's das. Zertrümmerer ist halt so eine miese Attacke. Das ist, glaube ich, eine der schlechtesten VMs, die es im gesamten Spiel gibt. Hat nur eine Stärke von 40. Und man kann sie nicht vergessen lassen. Das heißt, naja, das, selbst den Tempo-Hip, den Scott per Entwicklung gelernt hat, ist genauso stark. Und den können wir vergessen lassen. Mit Zertrümmerer laufen wir halt einfach Ewigkeiten rum. Kommen wir hier unten schon weit? Ja. Das können wir schon mal benennen. Hier unten gibt es im Platin ziemlich starke Golbats tatsächlich schon. Das ist ziemlich witzig. Und da haben wir TM 70 Blitz. Na, so eine schlechte TM. Ich glaube, da kommen wir noch nicht weiter, oder? Ja, da brauchen wir Fahrrad. Ja.
Wir flüchten. Und packen uns gleich einen neuen Schutz drauf. So. Ja, hier brauchen wir ein Fahrrad für, damit wir da schnell rüberkommen. Aber das Item, da können wir noch mitnehmen. Immer einen Sternstaub. Das hat sich doch zum gelohnt. Und Blitz ist auch immer nice to have. Ist zwar eine Kackattacke, aber wir können damit dunkle Höhlen erhellen. Das heißt, irgendwann werden wir die Attacke eh brauchen. Aber im Gegensatz zu Tertrümmerer ist Blitz mittlerweile nur noch eine TM. Das heißt, wenn wir sie nicht mehr brauchen, können wir sie dann einfach irgendwann vergessen lassen. So, Rückweg. Und da wären wir auch wieder schon wieder zurück in Jubelstadt. Oh, wir können eigentlich Scotch mal wieder ein bisschen kämpfen lassen. Rosi hat ziemlich gut zugelegt im Arena-Kampf. Kann Scotch mal nachleveln. Oh, wir können, glaube ich, hier ein neues Gimmick abholen. Die werden nämlich nach Orden freigeschaltet. Ich glaube, da gibt es schon wieder eins. Oh nein, doch nicht. Hast du was Neues? Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pokisch-Gesellschaft. Hi, hallo, denn der Gelohnt wird nur Geduld. Ich habe ein neues Zubehör für den Pokisch fertig. Der Notizblock. Auf den Notizblock kannst du Notizen eintragen. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Notizblock. Er ist nun das, was er ist. Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pokisch-Gesellschaft. Na gut, ich arbeite bereits emsig an einem neuen Zubehör für den Pokisch. Oh, ich denke, sobald du 3 Orden bekommen hast, bin ich damit fertig. Gut, dann haben wir uns gleich noch einen Notizblock geholt. Ich glaube zwar nicht, dass wir den einsetzen, aber hey. Ich glaube, damals wusste man noch nicht so richtig, was man mit dem... Oh, hi. Was man mit dem, Touchscreen überhaupt anstellen will, weil, wenn man halt außerhalb eines Kampfes ist. Oh, Sefi, das ist nicht perfektes Timing. Diese Schurken geben so einen Blödsinn von sich, das ist unerträglich. Zeig ihm bitte, was wir dazu meinen. Oh, Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns allen nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sie sind doch auch ein Geschäftsmann. Und es ist so einfach, Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und wir sorgen dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Sefi, komm, wir beide werden uns diese Typen vorknöpfen. Ich knöpfe mir die Typen auch alleine vor, wenn es sein muss. Du klaust mir nur die EP, Junge. Nicht, dass du nützlich wärst. Oh wow, ein Wampel. Ha, es ist ja schön, dass du deinen Schelast einsetzt. Du wirst uns aber keine große Hilfe mit dem Vieh sein. Du bist gegen beide Typen Nachteil. Gegen sogar doppelt, gegen den Gifttyp und den Flugtyp. Siehst du, sonst müssen wir das wirklich alleine regeln. Wow. By the way, hast du eigentlich noch andere Pokémon dabei? Ich frage für einen Freund. Los, komm, wir Galaktikrüpel, wir machen ihn fertig. Der klaut mir nicht meine EP. Hätte ich mal gleich machen sollen. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Wie sagt man, gucken, was er sonst noch so hat. Ich bin eigentlich nur neugierig. Ich glaube, Pipi hat er noch. Oder? Ah, hat gar nichts mehr. Ah nee, wir sind ja hier in Gen 4. Das wird ja hier erst nach dem Kampf eingewechselt und nicht mehr mitten im Kampf. Wie in Gen 3. Na, hat er noch was? Nein. Gut, Zubat, damit gehörst du uns. Dieser Vase möglich. Wir beide unterliegen 2 Kindern. Das wird so nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. 2 Kindern unterliegt da. Eigentlich nur uns. Ihr lasst uns keine Wahl. Wir werden uns zurückziehen.
Denn Team Galactic hat immer Mitleid mit den Schwächeren. Also mit Lucius. Den haben wir nämlich gerade voll fertig gemacht. Diese Bande, sie nennt sich Team Galactic. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galactic scheinen die Energie für irgendetwas nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Sefi, das war sehr gut. Schön, dass du Lucius mal gezeigt hast, wo der Hase im Pfeffer liegt. Du hast wirklich Talent. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft hast, ein schönes Bild. Es war auch richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Sefi, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seiner Forschung nach haben 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Ist es nicht das Gimmick der Pokémon, dass sie sich weiterentwickeln? Also Sefi, lass uns weiter am Pokédex und am Projekt des Professors arbeiten. Oh, das war klasse. Wirklich. Sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige. Ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier was für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Ach, es war wirklich schön, wie du diesem Lucius einen auf die Fresse gegeben hast. Der hat's verdient. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Starte dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Ich kratze mir gerade ein Auge, deswegen, naja. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch unseren Sender einfach mal. Ich hasse dieses Feature. Nevermind, ich höre einfach mal so, als würde es nicht geben. Erinnert ihr euch noch an das Musical in, Hi. Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Ich meine, erinnert ihr euch noch an das Musical, was wir in Weiß und Weiß 2 hatten? Da gab es doch am Anfang diesen Teil mit der Kostümierung. Genau das ist das. Es ist genau dasselbe, nur halt, dass dem die ganze Musical-Part fehlt. Und gut. Du bist so stark. Und so gut aussehend? Beides ist korrekt, Mädchen. In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Ich denke aber, dass ein Pokémon in der Lage sein müsste, diese Felsen aus dem Weg zu räumen. Das ist korrekt. Haben wir noch Schutz drauf? Gut. Oh, ich will nicht den Felsen verbrechen, ich will das Item einsammeln. Ein Gegengift. Hier kann man nämlich noch weiter vorwärts. Da lang. Hier kann man so noch lang surfen. Und hier ist die TM 39 Felsgrab. Die hätte man meiner Meinung nach eigentlich beim Arenaleiter kriegen sollen und nicht hier. Wir könnten die Theorie des Gotch beibringen. Ich wüsste zwar nicht, welchen Nutzen das hätte, weil wir damit auch, naja, nicht nichts wirklich Effektives treffen. Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Also ziemlich alles, was wir als Feuer-Pokémon und Kampf-Pokémon treffen, treffen wir auch mit Gesteinsattacken. Also brauchen wir rein theoretisch kein Felsgrab. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Ich meine, das Einzige, wogegen das halt nice wäre, wäre halt sowas wie Flug-Pokémon. Also ziemlich das Einzige, was wir treffen. Was wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir uns das beibringen, weil wir momentan eine kleine Flugschwäche haben. Aber so viele Flug-Pokémon sollte es jetzt eigentlich noch nicht geben und wir sind noch leveltechnisch ziemlich im Vorteil. Bräuchten nicht mal was gegen Flug. Hm, oh, Kikugi. Kikugi ist auch ein ziemlich besonderes Pokémon. Oder beziehungsweise eher die Weiterentwicklung von Kikugi. Die kann ihr Erscheinungsbild nämlich ändern, je nachdem, ob Sonne ist oder nicht. So ähnlich wie vom Meer. Nur geiler. Und das ist Level 15 für uns. Oh, Sarah mit Z. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend, denn es riecht hier so gut.
Ich mag's, wenn's gut riecht. Und ein Aufwecker für uns. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Nicht viel? Ein Zipurze. Ist es nicht putzlig? Da purzelt es durch die Gegend. Leider sind Zipurze und die Weiterentwicklung keine guten Attacken. Zipurze ist quasi wie das neue Samus, wenn man so möchte. Wurmple. Ich glaube, wir können, glaube ich, bald Wurmple fangen, wenn die hier schon alle haben. Ist nur die Frage, ob wir auch eins wollen. Wurmple ist aber auch ein ziemlich witziges Pokémon. Wurmple hat zwei Entwicklungsmöglichkeiten, die von seiner PID abliegen. Das ist eine Nummer, die sich halt aus den Werten des Pokémon und blablabla richtet. Das ist ziemlich kompliziert, deswegen gehe ich nicht in Details an. Jedenfalls, jedes Pokémon hat eine eigene PID, so heißt es, die Pokémon-ID, die halt wirklich individuell ist. Man kann es sich halt so als eine Art Checksumme vorstellen, die halt dafür genutzt wird, dass Pokémon nicht so leicht gecheatet werden können. Und je nachdem, was Wurmple halt für eine hat, entwickelt es sich halt unterschiedlich. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Und je nachdem wird es halt zu Panikon oder Schaloko. Was ziemlich witzig ist, ich glaube, in Perle ist Pudox, glaube ich, eines der seltensten Pokémon. Man hat eine Wahrscheinlichkeit von 2%, es wild zu fangen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das war Panikon. Es könnte auch Poppy. Ja, ich bin mir sicher, es war Panikon und Dingsabumster. Pudox, die Weiterentwicklung. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es Diamant oder Perle war. Aber wie gesagt, ich meine, es war Perle. Denn hier ist es halt unterschiedlich. Man kann Chaloko und Panikon auch wild fangen. Und je nach Edition ist halt unterschiedlich, welches von beiden häufiger auftaucht. Und naja. Dadurch, dass dass Panikon und Pudox so selten sind, ist man dann vielleicht geneigt, sich ein Wildes zu trainieren. Kann aber auch ganz gewaltig nach hinten losgehen. Es kann halt passieren, dass du irgendwie so dir 5 Wurmple fängst und alle werden zu Chaloko. Du kannst aber halt auch Glück haben, dass sich das vorher halt zu Panikon weiterentwickelt. Dann hast du auch ganz easy einen Pudox. Mann, diese Pachirisu halten ja ganz schön aus. Aber gut, die sollten auch ganz gut ihr geben. Pachirisu kann sich nämlich nicht weiterentwickeln. Das ist quasi der Elektronager dieser Generation. Das gab's ja irgendwie. Das gibt's ja irgendwie immer. So, das war Pachirisu Nummer 1. Und Zeit für Pachirisu Nummer 2 nach Hause zu gehen. So. Gibt's doch ein Level-Up? Nö. Einfach mal so gar nicht. Warte! Ja? Worauf soll ich warten? Darauf, dass besseres Wetter ist? Nein, danke. Und die TM 9 Kugelsaat. Tja, Rosi kann eine ziemlich gute Pflanzenattacke und ist nicht aufdingstens angewiesen auf Kugelsaat wie andere Pokémon. Ich gucke hier kein bestimmtes Pokémon an. Nicht wahr, Samwurzel? Ja, wir haben unser eigenes Knospi mittlerweile. Ja, da können wir noch nicht weiter. Wir haben nämlich keinen Zerschneider. Und damit sind wir in der nächsten Stadt in Florian gekommen. Hi. Einmal kurz heilen. So. Perfekt. Hast du ein Pokémon bei dir? Ist selbst für dich, ist selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du allein reist. Wir sind in der Nähe von Ewigenau, aber trotzdem ist es noch weit. Du solltest dich also für eine lange Reise gut vorbereiten. Oh, toll.
Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon eine Beere gegessen, die es gehalten hat. Puh, na, Glück gehabt, würde ich sagen. Ach, Flori. Ich mag die Stadt. Hi. Wir sind von Team Galaktik, oder sind wir das nicht? Doch müssen wir zwischen den Blumen herumstehen. Das ist kein bisschen cool. Hey, hör auf zu motzen. Das ist eine ehrbare Aufgabe. Aber Käfer und Pflanzenpuppen finde ich einfach nur gruselig. Und deshalb wäre ich auch lieber woanders. Tja, da gehen wir. Da können wir nicht weiter. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier dann ein bisschen um. Da oben sehe ich schon zwei Bären. Die werden wir dann einsammeln. Und dann sind, wie gesagt, heimsen wir noch ein paar Items an und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.